Wir sind auf eine lange Schlacht vorbereitet. Aus ganz Europa treffen mit Zügen Truppen und Vorräte ein. Wir rücken langsam vor, Schwelle für Schwelle, Schiene um Schiene. Sie sind unsere Skalpelle, die in das Herz Frankreichs stechen. Wir werden dieses Land aufschneiden und ausbluten lassen. Diese Offensive hat einen Decknamen, Operation Gericht. Ich weiß, dass diese Schlacht diesen schrecklichen Krieg beenden wird. Falcon. Granate drauf, vor uns, du! The Allied lines,
will soon be ours. Onwards! After an initial breakthrough, the Germans took the massive fort Douaumont. This advance would soon come to a halt as the French poured men and resources into the area, determined to defend Verdun at all costs. And as the Germans approached Vaux, the outcome was far from certain. Morgen sollen wir Fort Vaux angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt. Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen. The French garrison have barricaded themselves inside of Fort Vaux. Lieutenant Muller has ordered us to breach the fortress moat here. We will then enter the fort and clear the corridors leading up to the central courtyard. From this position, we must clear out any remaining French resistance, pushing them out through the main entrance at the rear end of the fort. Prepare yourselves.
feindlich! Maschinengewehr, eindeutig! Empire stands. We cannot give up. At them. One last time, men.
aufpassen, wir halten das Pferd gesichtet. Thank you.
Bewegt uns! Ich werfe eine Granate! Of Verdun will soon be draped in German flags. The Kaiser praises his brave sons. In late June, literally dying of thirst, the French were forced to surrender Fort Vaux to the Germans. Immediately, the French struck back and took the fortress, but with devastating losses on both sides. While the battlefield was not even a square 10 kilometers, 700,000 were now dead, wounded, or missing. This was the longest battle of World War I.